Sie ist eines der Wahrzeichen von Brieske, die ehemalige Grubenlok, eine Elektrolok der Baureihe EL3 am Ortseingang aus Richtung Brieske-Dorf. Einst zog sie Tonne um Tonne Braunkohle aus den Tagebauen in Kraftwerke und Brikettfabriken. Heute ist sie ein technisches Denkmal. Und das haben offenbar auch die Briesker ins Herz geschlossen. Die Lok hat eine große Bedeutung für Brieske, weil nicht nur die Briesker halten an und halten auch inne, sondern ja, man sieht es, wir sind ja an der ehemaligen Bundesstraße. Die Besucher, alle, die hier langfahren, sehen die Lok gerade jetzt, wenn sie neu gestrichen ist, dann ist sie ein markantes Wahrzeichen. Und die Leute halten an, die Urlauber halten an, machen ein Foto davon, gehen hin, fassen sie sogar an. Anfassen ist alles gut, aber bitte mehr auch nicht. Das ist so das Entscheidende. Ansonsten, die Briesker haben eine sehr große Verbundenheit mit der Lok. Und zwar, früher war hier Tagebau gewesen. Und es gibt nur noch wenige Industriedenkmäler, die wirklich an den Tagebau erinnern. Und ja, Lok und Anhänger ist wirklich noch ein Überbleibsel. Vor einiger Zeit hatten sich Schmierfinken über Lok und Waggon hergemacht, bevor Senftenberg rund 13.500 Euro investierte und beide wieder aufhübschen ließ. Gebaut wurde das 817. Exemplar der Baureihe im VEB Lokomotivbau Elektrotechnische Werke Henningsdorf. Das wirklich Besondere an dieser Lok ist, sie sollte schon verschrottet werden. Die lag schon mehrere Male auf dem Schrottplatz und ja, durch den wirklichen Einsatz von, ich kann es nur wiederholen, erst in der Rede habe ich schon gesagt, Ronny Sommer und Peter Pohle, ist es halt gelungen, die Lok zu erhalten. Es sind noch ein paar andere, die dann ihre Aktien dran hatten, dass sie genau an dieser Stelle aufgestellt wurde. Aber wir als Briesker sind wirklich froh, dass wir genau so ein Denkmal haben. Die nächste Lok, die irgendwo aufgestellt ist, ist im Zittauer Gebirge am Olbersdorfer See. Unterwegs war die Maschine auf einer Spurweite von 90 mm. Damit existierte im Lausitzer Kohlerevier eine der längsten Schmalspurstrecken der DDR. Mit ihren 1000 PS zog die 4-817 einen der letzten Waggons mit Rohbraunkohle durchs Revier, aber nicht, wie der Mythos besagt, nach Brieske. Genau so ist es. Es ist nicht die letzte Lok, die nach Brieske gefahren ist, sondern es war eine ganz andere Lok gewesen. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, welche Nummer das war. Das ist wirklich nur vom Geschichten erzählen und von den Lokführern. Die Lok hat zwischen 1995 und 1999 genau an dem Werk, an der jetzigen WIG dort gestanden und wurde dort im Werkseinsatz, im Rangierbetrieb gefahren. Und alle anderen Loks, die dann aus Brieske, oder die letzten fünf Loks, die aus Brieske dann im Prinzip zurückgefahren sind, wurden so schnell verschrottet, dass man gar keine Chance hatte, die letzte Lok wirklich aufzuheben. Und man hat aus der Not heraus dann diese genommen. Umrahmt wurde die kleine Feier übrigens von den Mitgliedern einer anderen Briesker Institution. Von Jugendlichen des Zirkuspädagogischen Zentrums Harlekitz. Und jetzt heißt es Daumen drücken, dass uns dieser Anblick lange, lange erhalten bleibt.